Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, mit einem verspäteten Odinwa shoppen. Ich hatte ja schon ein paar Mal gesagt, also wir sind jetzt in der Küche, schon ein paar Mal gesagt, dass ich mir Apothekerschränke geholt habe und habe immer wieder vergessen, ein Video dazu zu machen. Weil vom Aufbau wollte ich ein Video machen, da haben Schatzi und ich dann zusammen aufgebaut, war ein ganz schöner Akt. Und auch die hochkriegen, ich werde das mal so machen, damit ihr das seht, also die fangen da oben an, hier könnt ihr mal sehen, also 2 Meter sind die hoch. Und dann gehen sie halt bis da runter und sind 2 Fächer. Die Links werde ich euch dazu drin machen. Also ist ein Link, wir haben zweimal den gleichen. Also ich habe 2-mal den gleichen geholt. Für, oh, was halt bezahlt, insgesamt 405 Euro oder so. Also mit Versand. Ich glaube 195 hat Inhalt gekostet, ein paar Euro Versand. Ich weiß es nicht, ich suche das gleich nochmal raus. Und hier passt wirklich viel drin. Also vorher mein Schrank, den ich hatte, der war hoch von der Breite, so wie die Bäden. Ja, ein Schrank von der Breite und da hat nicht mal die Hälfte von dem drin gepasst, was jetzt hier drin passt. Und das macht sich natürlich hier beim Kochen super, kann man hier rausfahren, so weit raus geht's. Und dann haben wir hier halt im oberen haben wir 3 Fächer. Das ist mir gerade was umgefallen. So, und im unteren haben wir dann 2 Fächer. Warte mal. So, da habe ich hier oben das Katzenfutterfach. Habe ich auch frisch eingekauft heute und hier unten habe ich mein Mixer stehen, Milch steht hier und noch 2 Flaschen Arizona habe ich. Und hier haben wir halt gleich hier oben Kartoffeln und so drin. Ach, geht man schnell raus so. Und dann halt das ganze, was Frauchen halt so braucht. Ah. So. Eine Tüte. Und hier haben wir dann noch mehr. Und hier unten, da haben wir dann so, ganz unten haben wir dann halt hier unsere Tüten und Alufolie und was man so braucht. Und dann hier halt dann noch Biozeug und Soßenzeug und so was alles. Also da passt wirklich extrem viel drin, weil ich war am Überlegen, ob ich mir die hole. Und Freundin sagt, ja mach, das ist für die Küche echt sinnvoll. Und mein alter Schrank hat praktisch hier hintergestanden, hier hinten. Hinter der Tür, dann kommt man, muss man nur aufmachen. Die haben wir jetzt hier direkt neben den Kühlschrank gestellt. Macht sich wirklich extrem bemerkbar vom Platz her und es reicht besser und man kommt schneller überall ran. Und da freue ich mich immer meckert, wenn ich in den Schrank geguckt hat, wenn sie gesagt hat, haben wir denn das und das da? Und ich habe reingeguckt, habe es nicht gesehen, weil das dann vielleicht ganz dahinter stand. Kann jetzt hier nicht mehr passieren. Man macht einfach auf, sieht hier alles. Man kann auch noch von der anderen Seite gucken. Das. Und sieht er halt den Rest. So. Da kann es auf jeden Fall nicht mehr passieren und ist aufgeräumter, ist alles viel schneller griffbereit. Die gibt auch schon, habe ich auch schon gesehen, so Einlegeböden, ach Quatsch, Einlegefächer für so einen Schrank. Da könnte man natürlich dann noch mehr sparen, wenn man dann halt nicht nur 2 hat, sondern gleich 4, 5 oder 6 so eine Dinger hinstellt. Dann kann man dann praktisch in diese Fächer, kann man dann so was für Teller machen. Da hat man dann so, dass man die hochkant so rinsteckt, dann geht natürlich auch noch mehr drin. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass jetzt so viel Stauraum bietet. Ich dachte, das ist das gleiche wie die anderen, wie der andere Schrank, bloß dass man ausfahren kann. Aber nee, ist wirklich nicht so. Also es passt extrem viel drin und ich bereue es auf keinen Fall, mir die gekauft zu haben. Den Link packe ich euch mal drunter. Ja, und auf jeden Fall von mir eine Empfehlung wert. Und wenn ihr da noch Fragen habt, Entschuldigung, ich habe heute Zahnarzttermin gehabt, mir tut immer noch die Gusche ein bisschen weh. Wenn ihr Fragen dazu habt, einfach posten, ich werde mein Bestes tun, um euch die Fragen zu beantworten. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, lasst einen Daumen oben da. Ich bin leider, wo wir die gekauft haben, nicht gleich dazu gekommen, das Video zu machen. Ich habe das immer wieder vergessen, aber mir jetzt ein bisschen verspätet, habe ich sie jetzt endlich mal gemacht. Bis dahin, ahoi, das hat euer Odin. Oh,